holen wir uns unsere Wirtschaft zurück. Holen wir uns die Rechte und Freiheit unserer Kinder zurück. Holen wir uns unser Land zurück. Denn wir sind nicht alleine und wir brauchen keine Angst mehr haben. Denn wir sind viele. Und wir kommen in Frieden. Und wir sind gekommen, um zu bleiben. Was wollen wir? Was muss passieren, dass wir wieder nach Hause gehen? Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Jeder kann da nur für sich sprechen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Nun, jeder in dieser Regierung, der die jetzige Situation mitzuverantworten hat, soll mit sofortiger Wirkung zurücktreten. Als Nachfolger für Jens Spahn schlage ich Dr. Rudak vor.